Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Mount & Blade Warband mit mir zusammen, dem Malte. Ja, die Musik ist wieder melodramatisch und wir sehen zu, dass wir jetzt weitermachen. Wir sind beim letzten Mal dabei stehen geblieben, dass wir leider den Zwei-Fronten-Krieg erklärt bekommen haben. Rodok sich immer weigert, einen Frieden zu schließen, die Nords jetzt dementsprechend uns an den Sack gehen. Und wir einen neuen Helden haben, nämlich den Alayan, ein Adeliger ohne Land, der jedoch ein kleines bisschen arrogant ist. So, nebenbei muss ich dem auch noch die Kavallerieklasse zuweisen. Für den Fall, dass ich das doch nochmal gebrauche. Und gut, dann würde ich sagen, geht es einfach weiter. Wir müssen noch erstmal ein bisschen abwarten, Tee trinken. Wie gesagt, am 1. Juni wollte ich dann nochmal den guten hinschicken, den guten Arithmener. Und Zuno wird belagert. Ja, das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Belagerung heißt wieder Großschlacht und das heißt wieder viele Fliegen mit einer Klappe. So, wer ist da? Oh, 200, 300, oh, das ist schon etwas. Da muss ich kurz gucken, da müssen wir kurz durchzählen. 360, 400, 560, 620, ja, so an die 700 sind das schon. Das heißt, das würde ich sogar besser damit klären können, wenn wir die innerhalb von Zuno schlagen. Oder? Weiß ich jetzt nicht. Wisst ihr was? Wir riskieren es einfach. Wir riskieren das einfach. Wir nehmen uns der großen Schlacht hier an, versuchen damit nach Möglichkeit die Nords beiseite zu treten. So, weil das Gelände ist okay für uns. Gut, die erste Schlacht wird natürlich sehr unangenehm. Wie viele Leute haben wir? 12 oder so sind das vielleicht? 13. Aber nur so kriegen wir das irgendwie hin. Also 13 gegen 120. Ich würde sagen, dezente Unterzahl, aber gut, wir schaffen das schon. Wir müssen nur auf uns selbst ein bisschen Acht geben. Und ansonsten sitzen wir hier halt auf den Vollen. Und jetzt müssen wir halt natürlich tun, dass wir selber auch ein bisschen was reißen. So. Dann müsste mich jetzt natürlich mit. Wenn ich jetzt ein bisschen ruhiger bin, bitte. Ich bitte um Verzeihung, aber ich muss mich hier natürlich logischerweise ein bisschen konzentrieren. Weil das sonst ein bisschen zu hart ist für mich. So, Arithmener ist bewusstlos geschlagen worden. Ansonsten sieht das immer ganz okay aus. So, ein bisschen ausweichen hier. Hauptsächlich, wir müssen uns erstmal um die Infanterie kümmern. Diese Kavallerie, das kannst du am besten dann machen, wenn wir auch selber Kavalleristen haben. Außer es läuft ja gerade wieder so wer entgegen wie hier. So. Lebensbalkenmäßig ist noch okay. So. Und sobald ich der Meinung bin, dass wir den schon ein paar Leute genommen haben, sehe ich übrigens zu, dass wir natürlich uns dann ein bisschen zurückziehen, damit wir dort mit einer besseren Truppenanzahl, besseren Truppenkontingenten arbeiten können. Aber bis dahin muss ich erstmal ein paar Leute getötet haben. So, nächster Sphagische Ritter ist tot. Nächster Sphagische Ritter ist tot. Nächster Sphagische Ritter ist tot. Okay, die Verluste haben wir jetzt ein bisschen doof für uns. Nächster Sphagische Ritter ist tot. Das ist jetzt definitiv zu viel gerade. Ich glaube, jetzt wird es an der Zeit, sich gleich mal gescheit zurückzuziehen. So, noch ist es nicht möglich, jetzt ist es möglich, wir ziehen uns zurück. So, wir haben 5 Tote, 3 Verwundete, die Gegner haben 54 Tote. Sind wir bei 80 gegen 670. Haben jetzt selber immer noch 13 Mann, Mist, das ist natürlich dann nicht so gut gelungen. Ich hoffe, das Zahlenverhältnis dadurch jetzt einmal verbessern zu können, aber das lief jetzt nicht so. Na toll, jetzt kommen natürlich die Kavalleristen erstmal angeritten, das heißt, um die musste ich jetzt wirklich kümmern. Dass du die zumindest kurz von den Pferden holst. So, dann hier nochmal kurz den
Grafen? Nee, darf ich nicht totschlagen? Okay, und jetzt kommt hier natürlich der dicke Infanterieklops. Mich bitte nicht einparken, dankeschön. So, hier haben wir jetzt natürlich so einen ollen... Oh, ich muss aufpassen hier. Eieiei. Also diese Schlacht wird einiges an Zeit in Anspruch nehmen, aber ich bin noch guter Dinge, dass wir das schaffen. Ah, Mist. Ich muss einfach auf mich selbst ein bisschen achten, dass wenn ich hier zu viel verliere, dass ich mich dann einmal kurz zurückziehe und dann sozusagen neu formiere und angreife. So, Verlust. So, okay. Eieieiei. So, jetzt habe ich eine ordentliche Abschusskette hingelegt. So. Ah, jetzt musst du hier ein paar einzelne Leute einsammeln, das wird schon wieder schwieriger. So, aber das Zahlenverhältnis müsste jetzt definitiv besser geworden sein. So, ein Toter wieder bei uns. So. Okay, wo sind die Gegner? Okay, alle sehr, sehr verteilt. Also sowas wie ein richtiger... Ah, da ist sowas wie ein richtiger Haufen. Ich wollte gerade sagen, gibt's den noch? Ja, es gibt den noch. Ups, das war knapp. So. Okay, ja, Lebensbalken sagt so zwei Drittel. Ist das ungefähr noch? Vielleicht drei Viertel? Darauf muss ich ja immer ein bisschen Acht geben. So, okay. Ah, hoppla, da habe ich jetzt jemanden hinter mir gehabt, damit habe ich gar nicht gerechnet. Aber noch recht glimpflich davon gekommen. Und jetzt werden die Verluste, glaube ich, langsam ein bisschen höher. Ja, jetzt werden sie zu hoch. Jetzt werde ich auch eingekesselt. Ja, jetzt muss ich hier weg. Okay, Zeit einmal zum Ausrücken. Und sobald ich darf... Ja, ich spamme jetzt ein bisschen den Textprotokoll hier voll. Alles klar, den muss ich wahrscheinlich zur Seite räumen. Das wird nicht anders gehen. So, sehr schön. Jetzt darf ich zurückziehen. So, Rückzug. Wir haben 2 Tote, 9 Verwundete, die Gegner 110 Tote. 69 gegen 557. Wenn wir jetzt mehr sind als 13, haben wir schon Erfolg. Wir sind wieder 13. Ey, das gibt's doch nicht. Das ist eine verdammt harte Schlacht für uns. Wieso sind wir jetzt wieder nur 13? Wir müssen doch mittlerweile schon ein bisschen mehr haben. Aber nein... Kriegen wieder nur 13. So, und der Lebensbalken halt, ja, der nähert sich jetzt auch langsam der Hälfte. Hey, ich muss doch mittlerweile zahlenmäßig doch mal langsam ansteigendes Feeling hier kriegen. So.
Ja, müssen gucken, wir sehen ja mal zu, dass wir die nächsten vielleicht ungefähr 100 platt machen. Dann der nächste Rückzug. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das erhoffe. Aber das ist eine Schlacht so, die, ja, damit habe ich offiziell nicht gerechnet. Also ich habe schon gewusst, dass es wohl schwer wird, aber dass sie halt dauernd 13 Leute halt zugeschrieben bekommen, das ist halt zu wenig. Das ist definitiv zu wenig. Da bin ich ja wirklich nur im Sensenmann-Modus. Okay. Ah! Shit! Das war jetzt zu viel. Das tat jetzt richtig weh. So, da kriegen sie jetzt einen neuen Batzen. Mal ganz kurz gucken. Wir haben jetzt für 70 Tote gesorgt. Also 30 fehlen noch so ungefähr. Bevor man an Rückzug nachdenken kann. Deswegen Gas geben und weiterarbeiten. So, hinter mir habe ich jetzt Kavalleristen. Das heißt, ganz doll aufpassen. Nicht zu plötzlich anhalten. Nicht zu plötzlich anhalten, Malte. So, den kannst du jetzt einem mitgeben. Dann ist der jetzt erstmal weg. So, kommt jetzt wieder. Dann holst du ihn vom Pferd. So, dann sind wir den los. So, dann darf der noch dran glauben. Der noch dran glauben. So. Ah, wieder ein volle Kelle genommen. Das ist einfach zu viel, was ich hier teilweise selber mitnehme. So, jetzt nochmal gucken. 91, 9 Stück. 8. Wieder ein Verlust bei uns. 7. 6. 5. 5. Immer auch 5. Malte, du musst was treffen. 4. 3. 2. So, jetzt sind es 2. 1. So, 100. Ungefähr. Jetzt weg hier. Kavallerist hinter mir? Nee. So, zurückziehen. So, bei uns 4 Tote, 4 Verwundete, bei denen 117 Tote. Jetzt haben wir 61 zu 445. Ach du Scheiße. So, wieder 13 nehme ich an. Yep, wieder 13. Mehr gibt's hier einfach für mich nicht. Und langsam geht uns halt der Gar aus. Das sind einfach ziemlich viele. Aber wir haben sie halt auch schon um die Hälfte ungefähr reduziert. Aber es reicht halt nicht, solange ich nicht mehr Truppen zugesprochen bekomme. Schöner Sturmangriff. So. Ich schwöre euch, am Ende kämpfen 13 gegen 13. Das wird bestimmt darauf hinauslaufen. Ich werde nämlich nicht mehr als 13 Truppen bekommen, wenn das so weitergeht, ey. Ah. Gott, Kinder. Bleibt doch mal stehen. Dankeschön. Oh, Kavallerie, ganz gefährliche Nummer. Ah, volle Granate mitgenommen. Das war jetzt zu viel des Guten. Ja, jetzt bin ich so gut wie weg. Jetzt heißt Rückzug. So. Keine Verluste bei uns. 29 bei denen. Jetzt haben wir noch 61 zu 425. Und das geht nicht. Wenn ich jetzt so gebrechlich schwächlich bin. So, und die rücken jetzt aber immerhin ab. Ja.
Also es hat gereicht. Wir haben zwar keinen klaren Sieger gehabt in der Schlacht, aber es hat auf jeden Fall dafür gereicht, dass sie die Belagerung abbrechen mussten. Und das ist ja schon mal was wert. So. Haben wir denn jetzt nochmal vielleicht den König locken dürfen? Nee. Aber ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal selber aufladen. 33 bin ich momentan. Ja, wir haben halt viele Verwundete. Also ich möchte mal am besten so ein paar halt mitziehen, dass ich so ein paar ausnocken kann. Ja, drei Stück. Ja, doch, das geht jetzt. So, 66 gegen 51, aka 21 gegen 105. So, damit kann ich arbeiten, damit kann ich leben. Das geht jetzt wieder. Dann holen wir jetzt die alle weg hier. So, ja, damit kann man wieder arbeiten. Also, die große Schlacht haben wir erfolgreich überstanden. Jetzt die nächste, aber diesmal ein bisschen zahlenmäßiger. Ist wieder okay, so. Weil mit 20 gegen 200, nee, gegen 105, das ist jetzt ja nur 1 zu 5, also jeder von uns muss 5 fertig machen und das traue ich den Rittern dann doch zu. Hingegen ist 13 zu keine Ahnung was schon schwieriger. 13 zu 120 oder was das da ist, weil da muss ich ja ungefähr 10 fertig machen und das traue ich meinen Rittern halt nicht zu. Das ist halt die Verlustquote zu hoch. So. Ja, schrei ruhig. So, okay. Dann hier du noch. Volle Granate einen mitgegeben. Sein Schild ist im Arsch. Ja, aber ihr merkt jetzt auch schon, also wenn wir jetzt halt wieder so eine Schlacht haben gegen Anführungszeichen nur 300, dann ist das deutlich angenehmer, weil dann kommt halt einfach nicht so viel auf mich zu. Hier müssen wir jetzt mal vielleicht ganz kurz den Ritter ein bisschen aus der Bredouille helfen. Oh, das ist der Tod von dem Ritter, definitiv. Das überlebt er nicht, es sei denn, oh, kommt ihm ganz schön was zu Hilfe. Mit ein bisschen Glück und wenn er selber noch ein bisschen was tut. Ah, da rutscht er wieder hinten rein. Ja, jetzt ist er weg. Ja, das Ding ist, sobald halt diese Ritter von den Pferden runter sind, dann sieht das natürlich blöd aus. Okay, jetzt hier dem Ritter helfen. Einmal voll reinpreschen. Ey, willst du wohl mal? Dankeschön. Au. Ey, Alter, jetzt reicht's mir aber. Oh, 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 jetzt habe ich zu viel kassiert. Jetzt habe ich zu viel kassiert. Das riecht wieder von meiner Seite aus nach Rückzug. Okay, das riecht von meiner Seite aus nach Rückzug. So, wir haben 2 Tote, 3 Verwundete. Die Gegner haben 130 Tote. 61 zu 208. So, jetzt kommen... Oh, ja, das ist meine Anzahl. 46 bei uns. Ja, das geht doch jetzt vollkommen klar. So, jetzt schaffen wir es ohne Probleme. Jetzt muss ich mir eigentlich nur zurückhalten. Jetzt dürfen die ihrem Job mal nachgehen. Vielleicht sniper ich ein bisschen was aus der Ferne ab, aber ansonsten sehe ich mal zu, dass ich mich zurückhalte. Hey, Kopfschuss! So, einmal drum rumreiten. Ja, das war auch mal angenehmer. So. Gut, also ich würde sagen, die erste Reihe hat ordentlich auf den Sack bekommen. Ja, 40 Tote sind schon. Neue Feindhorde ist eingetroffen, das heißt, da kann man gleich wieder drauf schießen. Diese Wahrscheinlichkeit, einen Gegner zu treffen, ist dort nämlich ziemlich hoch.
sagte er und verfehlt dauernd. Dankeschön. Oh, jetzt hat sie das Pferd da vorgestellt. Jetzt wird's kritisch. Ne, jetzt treffe ich nichts mehr. Ja, aber auch diese Anzahl an Feinden wird, denke ich, nochmal recht souverän platt gemacht. So, da wo man nochmal kurz reinschneiden kann, da schneide ich dann natürlich auch nochmal rein. Das lasse ich mir natürlich nicht nehmen, aber ansonsten... Was sieht es jetzt aus? 94 Tote. Oh, ja, aber hallo, Freunde. Wollt ihr Spaß haben? Ja, kein Problem. So, okay, dann kümmert der sich mal um den anderen. Ich nehme nochmal den hier eben kurz mit. So, den darf ich nicht treffen. Ne, darf ich nicht. Dann hier nochmal der. Vollen Schild. Aber dafür ist das Schild jetzt auch weg. So, jetzt habe ich ihn getroffen. Boah, ansonsten 160. Jetzt geht es nur um diese Reste pflücken, glaube ich. Gut, okay. Haben wir das auch mal tatsächlich geschafft. Jetzt muss ich mal ganz kurz auf die Uhr gucken. Ey, ihr seid mir auch wieder Leute. Sekunde, mache ich mal eben kurz so. Eieiei, wir haben jetzt fast die gesamte Folge nur mit Kämpfen verbracht. Aber so ist das leider im Zwei-Fronten-Krieg. Die sind wirklich unangenehm, die Dinger. Aber wie gesagt, ich hoffe mir jetzt bald Erlösung. Aus, ja, gegebener Richtung. Aus Rodok nämlich. So, haben wir es. Ja, dankeschön. So, dann bitte ich mal eben ganz kurz. Jo, 171 tot, jetzt haben sie noch 34. Das wollen wir mal eben vorbeigehen. Okay, das machen die anderen eben vorbeigehen. Ich selber jetzt vielleicht nicht mehr so. Vielleicht noch ein bisschen rumschießen. Aber 34 ist die Menschenhorde auch nicht groß genug eigentlich, um da was zu treffen. Ne, treffe ich nix. Oh Gott, Bauernverbände. Ja gut, da kann ich mir sogar mit einmischen. Wobei, hier gibt es sogar besser. Hier setzen wir mal ganz kurz ab. So. Im Wasser kann man die einfach besser schlagen, wenn man unten steht. Subidubi, gewonnen. So, haben wir die Schlacht hinter uns gebracht. So, schafft es zu fliehen und Gefangene. Naja, immerhin haben wir es aus dem Weg geräumt. War ein bisschen zäh, aber das muss man manchmal halt über sich ergehen lassen. So, dafür kriegen wir ordentlich Belohnung hier. So, 6 Ordinare nochmal. Allein Stufe 5 aufgestiegen. Wir können hier nochmal 2 Ritter draus machen. Allein nochmal mit Quatschen. Fähigkeiten begutachten. Wendigkeit. Achso, er hat sogar 2 Level gemacht. Er macht damit gleich mal 2 auf Wendigkeit. Dann haben wir 2 Punkte noch zu seiner freien Verfügung. Dort nimmt er mal beide auf Schild. Das muss er jetzt führen lernen. 120 Zweihandwaffen. So, und dann bringen wir die Gefangenen mal weg. Kleiner Feindtrupp in der Nähe von Sunu entdeckt. Ah, das müssten noch die Flüchtenden sein. Da können wir uns nochmal gleich eben kurz Ausschau halten nach. So. Erstmal gucken, ob es immer belagert wird. Ne, de facto haben wir es jetzt geschafft, die zu entlagern. So, gut. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich mal ganz kurz wieder ein und eine kleine Runde Pause gönnen. Ey, das ist ja unfassbar. Einfach mal kurz, gehen wir kurz zur Karawane. Zeigt mir euer Angebot. Achso, ne, erzählen von Reise. Achso, ich habe ein Angebot für euch. Achso, nee, das brauchen wir nicht. So. Gut. Dann einige Zeit hier warten und mal unsere kleinen Wunden lecken. Unsere kleinen großen Wunden. Ach, Asgard, fällt mir gerade ein, können wir mal vielleicht wieder ein paar neue Rekruten holen. Na, okay. Ein paar ist einer. Dann gehen wir mal. Ich bin nämlich, glaube ich, jetzt truppenmäßig sind wir wieder unter 80 ja jetzt gerutscht. Da wäre es mal wieder Zeit, dass wir zumindest zahlenmäßig ein bisschen aufstocken. So, Balani. Obwohl verwaltet dieses Dorf. Aber wir dürfen tatsächlich was bauen. Und zwar dann bauen wir hier einen Wachturm. Sehr schön. Dann gehen wir noch nach
Ja gut, Tevarin brauche ich ja nicht. Da habe ich wahrscheinlich die Bodenstation stehen. Richtig, und ein Kerkerturm ist da nicht nötig. Gehen wir rüber nach Elbert, dann geben wir eine kleine Rekrutierungsrunde mal wieder ab. Und Asgard verheert, na super. Das wird zeitlich jetzt, glaube ich, ja zu eng. Wir müssen durch zu viele Wälder durch. Ah, wohl. Glück gehabt. Paar Dorftrottel sind rausgegangen. Die haben wir uns als Lockvogel noch herhalten dürfen. Was ist das denn jetzt hier? Hallo, sind wir eingekesselt? Beste Spawning-Punkte hier, ey. Guckt euch das an. Wie kann man effektiv eine Kavallerie-Armee ausschalten, fragt sich jetzt Mountain Blade. Richtig, indem man uns mal so einen Spawn-Punkt gibt. Oh, wieder lauter Kerl geht's. Gut, beide Kavallerie-Armeen sind so gut wie ausgeschaltet. Das könnte jetzt sehr amüsant werden. So. Sturmangriff. Treffen tue ich trotzdem nichts. Okay, gut, das sieht gut aus. Okay, dann sehe ich mal gleich zu, dass ihr noch etwas Input bekommt hier in diese Folge. Das ist nicht gleich heißt, jo, wir haben heute gar nichts getan. Nee, dann sehe ich jetzt gleich zu, dass ich Mani gleich tatsächlich nochmal losschicke und mal gucken, ob der noch dann uns frohe Botschaften überbringen kann. Das wird dann jetzt noch so ein bisschen gleich kurz mein Ziel sein. Ich gucke nochmal auf die Zeit. Oh ja, da muss ich mir jetzt auch ein bisschen sputen. Was ist denn hier noch jetzt wieder? Wer rennt denn da jetzt wieder weg? Gut, keiner mehr. So. Pfeil abgeschossen und... Juhu. Maltes Imperium von 100 auf 104 Beziehungen gestiegen. So, 6 Milizen. Ah ja, wir müssen noch den ganzen Kram verkaufen gehen. Guti, dann passt das. Dann gehen wir jetzt mal hier ganz kurz den Kram verkaufen. Können dann den Botschafter auch gleich losschicken. Dann machen wir jetzt hier alles in einem. Mein Gott, ich muss da endlich im Süden Frieden kriegen, damit wir hier vernünftig arbeiten können wieder. So, Botschafter entsenden an König von Rodok, Waffenstillstand. Manit, mach das. So, Warenhändler. Können wir alles verhökern? Ja, können wir alles verhökern. Fressen, wenn hier gerade noch was ist. Oh ja, ist ordentlich was. Nehmen wir das alles nochmal mit. So, 700 sind dann gut versorgt. Und dann würde ich sagen, warten wir jetzt hier. Haben den Mani da jetzt losgeschickt. Hoffen jetzt darauf, dass der sich ein bisschen beeilt. Und in der Zeit hier recht wenig passiert. So, wir dürfen nochmal neue Truppen hier umbilden. So. Ja, 2. Juni, wir haben es jetzt auch geschafft. Also der Monatswechsel ist jetzt da, dementsprechend ist das alles okay. Kerkerturm wurde vollendet und wir haben, juhu, Alexinius dem Großen das Leben von dem gelesen. Anführerschaft ist um einen Punkt gestiegen. So, das heißt, wir gehen jetzt Aktion vornehmen, wählt ein Buch zum Lesen aus. Wir nehmen die Aufsätze über Logik als nächstes. Können wir jetzt aber auch nochmal Charakter sehen hier. Anführerschaft um einen Punkt gestiegen auf 5 Punkte. Auch immer sehr praktisch. Und dann können wir jetzt hier wieder warten. Ich nutze mal ganz kurz die Zeit, um mal ein Schlückchen zu trinken. So, und Frieden zwischen Sultanat und Rodok, die schließen eher Frieden mit dem Sultanat, als dass sie Frieden mit uns schließen, diese Wichser. Diese Wichser. Ich sag euch das, die sagen gleich, nö, wir kämpfen hier brutal weiter. 11.000 plus, also wirtschaftlich geht's immer noch ganz gut.
Ja, den Norse haben wir jetzt natürlich eins auf den Deckel verpasst. Die wollen es wahrscheinlich die nächsten paar Tage erstmal nicht mehr. Ja, und er möchte seinen Krieg noch wegen der Ehre noch ein Weilchen länger weiterführen. Fick dich. Ach, Mann. So, und Asgard wird wieder verheert. Und ich würde sagen, gucken wir ganz kurz hin. Ja, um den Typen kümmern wir uns dann das nächste Mal, ne? Ja, ist okay, um den kümmern wir uns das nächste Mal. Ich würde sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. War eine sehr kampfesreiche Folge. Hat uns aber auf jeden Fall ein paar Vorteile gebracht. Also ich sag's nochmal ganz kurz. Die Nords haben sich uns erstmal eine blutige Nase geholt. Die müssen wahrscheinlich erstmal ein paar Tage sich auskurieren, bis die wiederkommen. Im Süden sind wir leider keinen Step weiter. Da will der einfach keinen Frieden machen. Und das ist echt für uns ein großes Elend. Also das müsste eigentlich sein. Der müsste eigentlich mal sagen, dass dort Ruhe ist. Das wird weiter unser Ziel sein. Wir müssen einfach den Süden dazu zwingen, also Rodok dazu zwingen, dass die endlich mal sagen, Schicht im Schacht. Und dass wir dann dementsprechend gucken, dass wir uns dann halt auf Uxkal und Kel'Daran stürzen. Aber solange sitzen wir einfach in einer Defensivverteidigungsposition. Also wer sagte, dass die ganze Geschichte hier viel zu einfach für mich ist, der durfte jetzt definitiv eines Besseren belehrt werden. Eine Schlacht bei Sunu, die ich mehr oder minder nicht gewinnen konnte. Das war also viel Blut für wenig Effekt. Und in Rodok komme ich, wie gesagt, auch nicht weiter. Also momentan sind sie so ein bisschen in der Patsche. Okay, aber ansonsten würde ich sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Dabeisein und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Mountain Blade Warband mit mir zusammen, dem Malte. Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Bum, 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 bum. Danke fürs Ertragen bum, bum, des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, was deine Wahl der Qual? Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal. Ja.